Predigt für den 31. März 2019, Pater Rolf Hermann Lingen-Dorsten, 25. März 2019. Zuvörderst besteht die Pflicht, die zu einem christlichen Leben nötigen Kenntnisse zu erwerben. Der zarte religiöse Trieb und die Tatsache der religiösen Anlage verlangen die entsprechende intellektuelle Ausbildung. Ohne Religion ist wahre und volle Bildung undenkbar. Und ohne religiöse Bildung ist der Kampf gegen die Versuchung aussichtslos. Das Streben nach Wissen kann sündhaft sein mit Rücksicht auf Motiv, Eitelkeit, Zweck, Missbrauch zur Sünde oder Art und Weise, abergläubische Mittel, Bevorzugung des weniger Nützlichen gegenüber dem Notwendigen. Die an sich lässliche Sünde der Neugier kann nach Objekt, Zweck und Mitteln zur schweren werden. Die steht in einem Lehrbuch für katholische Moraltheologie. Wie steht es heute um die christliche Bildung? Wie steht es heute um die nötigen Kenntnisse der christlichen Lehre? In einem Berufsnetzwerk hatte ich den Begriff Erbsünde erwähnt. Daraufhin schrieb eine promovierte Akademikerin: Was zum Teufel ist Erbsünde? Und öfters erwähne ich meine Umfrage über das Thema Dogma und Häresie. In einer ausdrücklich christlichen Gruppe kamen darauf Antworten wie: Ich verstehe die Frage nicht. Oder: Seid ihr sicher, ihr habt alle unverständlichen Fremdworte ausgegraben und eingeflochten? Lach. Es ist bereits katastrophal, dass Begriffe wie Erbsünde, Dogma und Häresie anscheinend noch nicht einmal bekannt sind, geschweige denn inhaltlich richtig eingeordnet werden können. Wohlgemerkt von Erwachsenen, von Akademikern in diesem unserem Lande. Und obendrein ist den Leuten ihre Unwissenheit anscheinend gar nicht peinlich, ganz im Gegenteil. Gegebenenfalls verspotten sie sogar noch denjenigen, der religiöse Kenntnisse besitzt. Und sie verbringen ihre kostbare Zeit lieber damit, sich öffentlich mit ihrer Unwissenheit zu blamieren und sogar religiöse Bildung zu kritisieren, anstatt in einem Bruchteil dieser Zeit ihre Bildungslücken zu schließen. Hier greift sicherlich das, wovor der Moraltheologe warnt: die Bevorzugung des weniger Nützlichen gegenüber dem Notwendigen in der Wissensbildung. Viele gieren nach Neuem. Der ganze Klatsch und Tratsch in unzähligen Illustrierten, Blogs, Foren und so weiter. Aber welchen Nutzen hat man denn davon, wenn man über die Privatsphäre irgendwelcher sogenannter Promis Bescheid weiß? Oder über Peinlichkeiten und Schamlosigkeiten in Dschungelcamps und Containern? Und dabei ist die ungeheuerliche Seuche der Gerüchte, der Lügen und insbesondere der Verleumdungen, gegebenenfalls des gezielten und sogar des unkritischen Rufmords, noch gar nicht berücksichtigt. Derselbe Moraltheologe warnt in Bezug auf die gefährliche Neugier ganz speziell vor Leichtfertigkeit bei sogenannten Privatoffenbarungen. Er schreibt: Sündhaft ist die verschuldete Unwissenheit hinsichtlich der erforderlichen Glaubenskenntnisse. Desgleichen ist sündhaft und bei bedeutendem Ärgernis oder anderweitigen bedeutenden Folgen schwer sündhaft das prüfungslose Hinnehmen unbegründeter Meinungen von Privatoffenbarungen, da der Glaube ein Erleuchteter, des Grundes bewusster sein muss. Überall schwirren irgendwelche angeblichen Privatoffenbarungen herum. Und wer dagegen an die katholische Lehre erinnert, der wird bisweilen einfach abgelehnt und gegebenenfalls verleumdet. Manche halten rücksichtslos an fragwürdigen und falschen Botschaften fest und verbreiten diese rücksichtslos, während sie rücksichtslos den verleumden, der an die kirchliche Lehre erinnert. Bei der Masse an herumschwirrenden angeblichen Privatoffenbarungen erscheint eine ausführliche Würdigung jeder einzelnen unmöglich. Zumindest sind alle solche Privatoffenbarungen sofort klar zu verurteilen, in denen eine antichristliche Sekte als katholische Kirche ausgegeben wird. Zudem einige konkrete Anmerkungen. Erstens zu Lourdes. Am 11. Februar feiert die katholische Kirche das Fest der Erscheinung der unbefleckten Jungfrau Maria. Im Schott steht dazu:
dieses Fest von Pius X. im Jahr 1907 für die ganze Kirche vorgeschrieben, wird zur Erinnerung an die erstmalige Erscheinung Mariä zu Lourdes, 11. Februar 1858, gefeiert. Derselbe Papst Pius X. hat in demselben Jahr 1907 in einem Dekret den Satz zurückgewiesen: Die Offenbarung als Gegenstand des katholischen Glaubens war mit dem Aposteln nicht vollendet. Also die Offenbarung, soweit es die unfehlbaren Glaubenssätze betrifft, ist mit dem Tod des letzten Apostels abgeschlossen. Zwar kann es Privatoffenbarungen auch später noch geben, aber sie fügen keine neuen Glaubenswahrheiten mehr hinzu. Und die Lesungen im römischen Breviergebet zum Lourdesfest berichten von der Vorsicht, von der Sorgfalt bei der Prüfung, ob in der Lourdesgrotte wirklich die Gottesmutter erschienen ist. Es wird berichtet von der Angst der Bernadette, dass ein teuflischer Betrug vorliegt, weswegen Bernadette Weihwasser gegen die Erscheinung schüttet. Denn schon Paulus schreibt bei einer Warnung vor den Lügenaposteln, den hinterlistigen Arbeitern, die sich als Apostel Christi ausgeben: Der Satan selbst gibt sich als Engel des Lichts aus. Bereits von der Heiligen Schrift als solcher wissen wir nur durch die Autorität der Kirche, denn das kirchliche Lehramt hat bestimmt, welche Texte zur Bibel gehören. Wenn das kirchliche Lehramt eine Privatoffenbarung anerkennt, dann sagt es damit, dass darin keine antikatholischen Aussagen enthalten sind. Und selbst dann besteht keine allgemeine schwere Glaubenspflicht. Und wenn uns zu einer Privatoffenbarung keine Entscheidungen des kirchlichen Lehramts vorliegen, dann seien wir vorsichtig und zurückhaltend mit der Anerkennung und erst recht mit der Verbreitung. Zweitens zu Fatima. Besonders eifrig diskutiert wird das dritte Geheimnis von Fatima, warum es erst so spät veröffentlicht wurde, ob es überhaupt richtig veröffentlicht wurde und so weiter. Das ist diese gefährliche Neugier, die viel kostbare Zeit und Energie dafür verschwendet, unbeantwortbare Fragen zu beantworten. Hingegen für die Offenbarung als Gegenstand des katholischen Glaubens interessiert man sich kaum bis gar nicht. Man will eigentlich nicht die klare kirchliche Lehre, sondern man ist stattdessen fasziniert vom Herumfischen im Trüben, von lähmenden Spekulationen, womöglich getrieben von einer Gier nach irgendwelchen Sensationen, die zwar geoffenbart, aber von der Kirche verheimlicht wurden. Das kirchliche Lehramt erscheint dann letztlich nicht als Garant für die Unfehlbarkeit, sondern ganz im Gegenteil als Unterdrücker und Zerstörer des Glaubens. Nochmals, nur durch die Kirche wissen wir überhaupt von der Heiligen Schrift. Nur durch die Kirche wissen wir, was unfehlbare Lehre ist und was nicht. Nur wenn wir an allen unfehlbaren Entscheidungen des kirchlichen Lehramtes festhalten, nur dann halten wir an der Wahrheit fest. Nicht der Streit um Privatoffenbarungen, sondern die Dogmen der Kirche sind wirklich fester Halt. Hüten wir uns vor jeglichem prüfungslosen Hinnehmen unbegründeter Meinungen. Hüten wir uns vor jeglicher unbegründeter Kritik an denen, die auf das kirchliche Lehramt verweisen. Bilden wir unseren Verstand und bilden wir unsere Glaubenskenntnis. Und orientieren wir uns immer an der unfehlbaren Lehre der Kirche, damit wir dereinst teilhaben an der ewigen Freude des Himmels. Amen.